Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Wir starten ab heute durch hier mit dem neuen Restocker Update. Das heißt, wir haben ab jetzt die Möglichkeit, Mitarbeiter einzustellen, die uns helfen, die Regale aufzufüllen. Es hat sich aber in dem Update noch ein bisschen was mehr geändert, und zwar sind weitere Etiketten zu den ganzen Regalen hinzugekommen. Wir sehen jetzt genau, welches Produkt da drin steht. Wir sehen genau auch die Anzahl, die wird hier vorne dargestellt, an Produkten, die auf dem Regalfach quasi draufstehen. Hier haben wir einmal 11 Flaschen Öl rumstehen, hier haben wir einmal 10 rumstehen, hier unten haben wir einmal 11 mal Olivenöl rumstehen, hier einmal 8 mal. Also man sieht da jetzt auf jeden Fall immer die Produkte, die da drinne sind und auch da drinne waren. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Kartoffeln rausnehmen würde, würde trotzdem das Kartoffeletikett noch da sein. Das heißt, ich wüsste genau, ach, da waren die Kartoffeln drinne und könnte das nachfüllen, beziehungsweise auch die Mitarbeiter, die wir gleich einstellen werden. Und ja, außerdem hat sich hier im Lager ein bisschen was geändert. Ihr seht es, glaube ich, schon. Im Lager sind jetzt auch Etiketten zu den Regalen hinzugekommen. Das heißt, wir wissen jetzt auch genau, wie viele Produkte wir von welchem Produkt wo eingelagert haben. Das heißt, wir können jetzt auch die Regale in ihrer vollen Pracht benutzen, also bis oben hin Waren reinschmeißen, weil wir sehen dann auch, wenn wir die Kisten hier weiter nach oben lagern, was letztendlich wirklich in der Kiste drin ist. Sehr cool. Übrigens, wenn wir einfach hier ein anderes Produkt reinschmeißen wollen oder hier das Etikett entfernen wollen, einfach draufklicken, wenn kein Produkt drin ist, und dann ist es einfach wieder weg. Und sobald wir ein neues Produkt da irgendwo reinschmeißen, zack, taucht es wieder auf. Das Etikett hängt dann hier oben dran. Wir wissen jetzt genau, okay, wir haben noch 6 Mal den neueren Käse da drin. Sehr, sehr cooles Update auf jeden Fall. Hat sich ja 2 Wochen rausgezögert, aber jetzt ist es endlich soweit und wir können richtig loslegen. Genau. Ja, dieses Update ist schon vor 4, 5 Tagen oder so erschienen, aber wegen der Urlaubsvorbereitung hatte ich natürlich schon ein paar Folgen aufgenommen, Supermarket Simulator. Deswegen hat es jetzt einfach ein bisschen länger gedauert, bis wir auch mit dem Update hier durchstarten. Und jetzt ist es aber soweit. Ab heute dann mit bisschen mehr Unterstützung hier im Markt. Genau. Jetzt können wir auch hier die ganzen Regale auch mal ordentlich nutzen. Das heißt, wir können einfach die Kisten irgendwo reinschmeißen. Ist auch erstmal jetzt egal, wo. Wir sehen ja jetzt genau, wo wir die Sachen eingelagert haben. Also sollte das kein Problem mehr sein. Wir müssen die ganzen Kisten jetzt nicht mehr auf dem Boden rumfliegen lassen, sondern können die einfach irgendwo hier reinschmeißen. Und wir werden die schon irgendwie wieder finden. Beziehungsweise die Mitarbeiter werden das Zeug dann schon irgendwie finden und ja irgendwann finden. Weil die wissen natürlich genau dann, wo die Sachen liegen. Ich bin mal gespannt, wie das alles dann funktioniert, wie gut das alles funktioniert. Und ja, deswegen würde ich jetzt als nächsten Schritt gar keine Sachen nachbestellen, beziehungsweise wir haben da draußen noch lauter Kisten rumfliegen. Ich würde jetzt einfach mal schauen, dass wir hier auf die Verwaltung gehen. Wir bezahlen mal die Rechnung, dann haben wir gar nicht mehr so viel Geld übrig. Ich glaube, wir hatten in der letzten Folge gegen Ende schon ganz viel Zeug bestellt. Draußen liegt ja auch noch einiges rum. Wir schauen mal, dass wir hier einen Auffüller einstellen können. Okay, also für den ersten Auffüller brauchen wir ein Regal, ein Lager und Supermarkt Level 15, das haben wir schon erreicht. Für den zweiten Auffüller brauchen wir 6 Regale. Wir haben aktuell nur 5. Nicht so geil. Aber Hauptsache, wir können schon mal eine Person einstellen, die hier hilft. Vielleicht arbeitet die Person ja richtig schnell, flott und zuverlässig. Dann sollte eine Person erstmal reichen, weil ich habe es ja alleine auch meistens irgendwie so halb noch hinbekommen. Also mal schauen, ich musste immer die Kisten suchen. Er müsste eigentlich genau wissen, wo die Kisten stehen. Wir klicken hier gerade mal auf Einstellen. Kostet 90 Tageslohn, Einstellungskosten 100. Haben wir wieder weniger Geld zwar zur Verfügung, aber das sollte schon irgendwie machbar sein. So, dann haben wir eine Person eingestellt. Ich bin mal gespannt, wann wir die Person das erste Mal hier rumfuchteln sehen. Und in der Zeit nehme ich mir gerade einfach mal die Kisten und sortiere die irgendwo ein. Einfach mal hier die Kartoffeln rein. Jetzt brauchen wir natürlich halt auch Platz für die großen Kisten. Da habe ich ja gesagt, oh, da ist er schon. Hi, fleißiges Bienchen. Jawohl. Das scheint doch schon mal zu funktionieren. Oh, ich habe so lange auf dieses Update gewartet. Ich glaube, das spart mir schon wirklich viel Arbeit. Klar, ich muss immer selber noch die Produkte nachbestellen, gucken, dass wir die Produkte auf Lager haben, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich weiß halt auch nicht, ob der die Kisten von draußen holt. Da bin ich mir nicht sicher. Aber das werden wir schon irgendwann feststellen. Sind das wirklich Eier? Das sind die großen Eier. Okay, die 12er Packung. Ich tue die kleinere Packung gerade mal da oben drüber schmeißen. Ob der halt wirklich Kisten von hier draußen holt, weiß ich nicht. Wage ich zu bezweifeln. Aber gut, werden wir auch feststellen, früher oder später. So, Kartoffeln habe ich auch schon irgendwo reingeschmissen, aber da haben wir nicht mehr Platz. Dann würde ich hier, ups, gerade mal umlagern, den Käse mal nach oben, Kartoffelkiste einmal dorthin. Dann haben wir hier das Olivenöl. Olivenöl hatte ich, glaube ich, im Lager auch noch nicht drin.
Schmeißen wir gerade mal dorthin. Ja, das heißt, jetzt lohnt sich das auch mehr, das Lager weiter auszubauen. Okay, der lagert jetzt auch einfach Kisten kreuz und quer hier ein. Ist aber auch egal. Beziehungsweise, das schmeißen wir gerade mal darüber. Das Hähnchen lasse ich gerade mal in dem Getränkeregal drin. Ja, jetzt bräuchte man natürlich, wenn wir das alles so optimal nutzen können, mehr Regale. Ich nutze jetzt auch gerade mal das Getränkeregal für die weiteren Produkte hier. So, hier haben wir noch Schoki. Und auch wenn wir hier die Produkte rausgenommen haben und keine Produkte mehr da sind, dann sehen wir ja trotzdem am Etikett, was da letztendlich drin war. Hier habe ich nochmal Kartoffeln. Ja, Kartoffeln ist ein bisschen schwierig. Ja, ne? Du siehst ja gar nichts. Aber wie schön er auch zum Mülleimer läuft. Gut, wir hatten hier irgendwo Shampoo. Da. Okay. Muss noch irgendwas unbedingt aufgefüllt werden? Ich glaube nicht. Hier haben wir auch noch Spülmaschinentabs. Stopfe ich gerade mal. Da haben wir Süßigkeiten eigentlich drin gehabt. Da stopfen wir jetzt einfach mal das hin. Genau. Dann könnten wir, glaube ich, auch schon fast loslegen. Hier haben wir noch Spaghetti-Nudeln. Die können wir gerade nochmal schnell auffüllen. Helfen wir dem Kollege gerade mal. Wir hätten auch noch 200 Geld. Damit könnte man vielleicht nochmal ein paar Nudeln nachbestellen, weil wir haben nicht so viele Nudeln. Wir haben gar nicht so viele Nudeln. Das ist schon voll. Das schmeißen wir gerade mal hier ins Lager rein. Man sieht es jetzt. Ja, wir bräuchten mehr Regale. Wir bräuchten mehr Regale. Die neue Teesorte, da können wir, wobei wir können zwei Stück auffüllen. Das ist doch schon mal nice. Und ich würde jetzt nochmal Nudeln nachbestellen, aber ansonsten glaube ich, den Rest haben wir ziemlich da. Das Schöne ist jetzt, es geht halt alles viel schneller von der Hand. Ja, das heißt, er räumt jetzt hier fleißig Sachen ein und wir können uns halt einfach in der Zeit um andere Sachen kümmern oder helfen halt einfach mit, wenn was knapp wird. Wir müssen halt hauptsächlich die Sachen noch nachbestellen und gut ist. Ich hätte zwar gern schon für die Größe des Ladens noch einen weiteren Mitarbeiter, aber ihr habt es ja selber gesehen, wir bräuchten dafür ein weiteres Regal. Wir könnten zwar hinter die Kasse noch ein Regal stopfen oder halt hier irgendwie blöd rausgucken lassen oder vors Fenster, aber das würde ich alles doof finden. Deswegen machen wir das mal nicht. Ja, haben wir noch irgendwo Platz? Nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Na dann. Ja, aber im Lager hier könnte man theoretisch auch nochmal ein Regal hier hinsetzen, vors Fenster, weil die Fenster, hatten wir schon mal drüber gesprochen, die sind hier blickdicht. Da kann eh keiner reingucken. Also deswegen wird das, glaube ich, nicht stören, wenn wir da ein Regal hinstellen, also ein Lagerregal. Und dann ist gut. Okay, ich würde sagen, wir eröffnen mal den Laden. Ich bin gespannt, wie der Tag jetzt so läuft mit dem Kollegen, der hier mithilft. Kann ich dich mal ablichten? Ich will ein Foto von dir machen. Lass mal ein Foto machen. Jawohl. Fleißig am Kiste schleppen. Guter Mann. Sehr gut. Ja, ich glaube, das lohnt sich ja auch ganz gut, dass wir hier wirklich die Tür haben. Die steht zwar hier blöd rein in das Regal, hatten wir ja festgestellt. In der letzten Folge war das, glaube ich. Aber gut, passt schon. So. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Da haben wir auch noch alles soweit da. Da haben wir noch alles soweit da. Da auch. Wir müssen dann halt im Lager früher oder später mal Ordnung reinbringen. Ja, zum Beispiel ein Regal auch wieder für Tee, Kaffee und Süßkram vielleicht noch irgendwo hin. Hier wollte ich ja eigentlich nur Getränke reinmachen. Das werden wir vielleicht so machen, dass wir ein Regal für Getränke nehmen. Wobei das wird wahrscheinlich nicht reichen bei der Auswahl an Getränken, die wir mittlerweile haben. Hier hat er den Parmesankäse mittlerweile hingestellt. Gut, kann er aber ruhig machen. Und da sind auch schon die ersten Kunden. So. Ich finde es aber auch cool, dass man jetzt sieht, wie viele Produkte noch letztendlich im Regal drin sind. Mein, klar, das brauchen wir nicht unbedingt. Man sieht es ja, wenn es leerer wird, aber bei, oder beziehungsweise man kann so ein bisschen schneller abschätzen, ob man da jetzt dringend nachfüllen muss oder nicht. Oder hier, wenn du manchmal so Produkte hier dreifach so stehen hast, in Reihe, siehst du manchmal schlecht, ist es jetzt nur noch die hinterste Reihe oder die mittlerste Reihe schon? Oder wie viel ist hier eigentlich schon raus? Das siehst du jetzt natürlich direkt am Etikett. Das ist schon nice. Genau, dafür hatte ich ja keinen Platz. Boah, ich würde mich auch so freuen, wenn jetzt ein paar mehr Leute kommen hier zum Einkaufen. Würde ich nice finden. Wir machen mal wieder einen auf Überwachungskamera, während der Kollege fleißig immer noch Sachen einräumt. Dem wird es nicht langweilig. Ne, es gibt ja immer was zum Einräumen. Gerade auch wenn du den Laden offen hast, gibt es immer was zu tun.
Ich guck mal, ob wir noch den anderen Susu haben. Aber ich denke mal, wenn wir den anderen Zucker da hätten, dann hätte der Kollege bestimmt den schon aufgefüllt. Aber ich sehe den anderen Zucker gerade nicht. Ja, das wäre halt cooler, wenn wir das alles an einer Wand so hätten. Dann würden wir einfach mit einem Blick sehen, was wir noch da haben und was nicht. Also ich bestelle mal den braunen Zucker nach. Mal zwei Kisten. Einfach mal auf Nummer sicher zu gehen, weil die eine Seite von dem Regal ist ja fast leer geräumt. Ist da noch was drin? Nö, die Kiste ist leer. Dann können wir gerade mal hier einen leeren Regalplatz nutzen. Butter ist auch leer. Eieieiei. Schön ist halt, dass der alles wieder zurückräumt. Gucken gerade mal nach den Hähnchen, aber normalerweise müssten da, ja. Da ist aber einfach leer, aber ich glaube, Hähnchen haben wir auch nicht mehr auf Lager. Das ist jetzt immer so, man sieht zwar jetzt besser auf dem Regal, aber wenn das Regal nicht so passend ausgebaut ist, das haben wir nicht so gut gemacht bis jetzt. Muss man trotzdem mal jedes einzelne Bild sich angucken und Sachen suchen. Naja. So, ich wollte gerade sagen, Mehl geht all, aber nee, wir haben es ja hier mehrfach noch stehen. Salz könnte man vielleicht auch. Wobei, Salz hatten wir. Das habe ich irgendwo hingeschmissen. Das weiß ich. Das habe ich da. Gut, das haben wir gefunden. So ein bisschen was nachgefüllt. Ich weiß, hatte ich die Preise eigentlich in der letzten Folge schon angepasst? Ich muss gerade nochmal gucken. Ich schaue gerade nochmal ganz schnell die Preise durch. Bin mir nicht mehr sicher, ob wir das angepasst hatten. Ich glaube aber schon. Also, Olivenöl ist im Preis ein bisschen gestiegen. Ja, das sieht so aus, als hätten wir das angepasst. Dann ist es okay, können wir das so lassen. Die stapelt sich mittlerweile, beziehungsweise die Schlange geht bis ins Lager rein. Klaut er? Klaut er jetzt? Haben sie bezahlt? Oder geht er jetzt einfach außen rum und geht dann an die Kasse? Das ist ja ein stranger Move irgendwie. Es war jetzt merkwürdig, aber okay. Kann man machen. Oh. Bleichmittel. Es wäre schön, wenn man hier irgendwie noch so einen Bestand hätte, dass man sehen könnte, was man jetzt auf Lager hat. Aber ich glaube, sowas gibt es noch nicht. Ja, wisst ihr, was ich meine? Dass man einfach so eine Liste sehen würde, wo man genau sieht, okay, so und so viel haben wir davon auf Lager, so und so viel dafür. Ich meine, klar, man kann sich für so ein Spiel auch so eine Liste anlegen. Finde ich persönlich aber dann halt nicht mehr so spaßig, weil es dann wirklich in Arbeit übergeht. Und da geht dann so ein bisschen das Spielerlebnis flöten, finde ich persönlich. Aber theoretisch, wenn man wirklich ganz vertieft so ein Spiel spielen möchte, könnte man sich eine Liste anlegen, natürlich. So, ich hoffe mal, dass ich die Kiste bald leer habe. Was brauchen wir sonst noch so? Ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Also man merkt schon, es ist wirklich viel entspannter, weil er hier so fleißig die großen Kisten schleppt und nichts sieht, weil er sich vors Gesicht hält. So, ich würde jetzt nochmal Supreme Mehl nachbestellen. Nicht Supreme. Ja, aber ist hier nicht so aufgelistet. Okay. Nehmen wir vier Kisten. Ich schalte mal das Licht gerade an, wird nämlich ein bisschen dunkel. So, da haben wir auf jeden Fall wieder genug Vorrat. Wir können es ja jetzt einlagern und nutzen. Eigentlich für mich jetzt nur noch, wenn ich jetzt jemanden habe, der einräumt, wäre hauptsächlich wichtig, was wir eigentlich im Lager haben und nicht mehr, was wir hier im Markt stehen haben. Theoretisch. Wir brauchen ja auch noch eine Lampe. Da haben wir Platz. So. Kartoffelkisten. Haben wir noch zwei Stück im Regal drin stehen. Nudeln würde ich noch gerne irgendwo unterbringen. Ich meine, ich könnte mir jetzt hier auch immer halt ablesen, was wir neu fürs Lager brauchen. Wenn natürlich ein Fach leer ist. Parmesan zum Beispiel ist jetzt da leer. Und die Wasserflaschen. Das wäre. Kann ich den vielleicht ins Lager stellen? Oh ja. Oh ja. Erstens haben wir dann Platz im Laden. Ich glaube, das wurde auch im Update verbessert.
erstens haben wir dann Platz im Laden und zweitens kann ich dann einfach hier im Lager halt ab oder schauen, ups, jetzt habe ich aus dem gedrückt gehalten, kann dann hier immer direkt schauen, okay, davon brauchen wir Neues, davon brauchen wir Neues. Das ist natürlich nice. Und wie gesagt, der stört jetzt nicht mehr im Laden. Das heißt, wir haben da ein bisschen mehr Platz hinzugewonnen. Das ist doch cool. Aber ich kann gerade nicht mehr bestellen, weil es ist schon wieder 9 Uhr. Mein, klar, wir müssen natürlich trotzdem noch den Laden im Auge behalten. Brauchen Parmesan, wir brauchen Hähnchen. Haben wir auch nichts mehr da. Hähnchen. Ich kann es trotzdem schon mal auf die Einkaufsliste draufsetzen. Wir brauchen das Wasser mit dem weißen Logo. Nehmen wir auch zweimal mit. Brauchen Toilettenpapier. Haben wir auch nicht mehr. Toilettenpapier. Zweimal mit. 6er-Pack Milch. Ups, plus 6. Na, schreibe ich einfach Milch. Milch. Kurz vertippt. Ja, wenn man halt immer so blind schreibt, wenn man das Mikro vor seiner Nase hat, dann vertippt man sich halt auch ab und zu mal. Ich finde, wir haben auch ganz gut Geld eingefahren. Oh, Honig sehe ich, wird knapp. Honig hatten wir doch noch da. Ja, natürlich alleine kommt er auch nicht so hundertprozentig mit klar. Habe ich ja auch nicht immer so wirklich ganz geschafft. Für einen Tag war es mal okay alleine, aber dann war es auch wirklich knapp und gefährlich. So. Ich schlepp hier die riesen Kisten durch die Gegend. Aber wie schön er die ganzen Kisten auch gleich immer in den Müll schmeißt. Finde ich gut. Ja, Bestellung konnte ich ja jetzt noch nicht abschicken, weil wir haben ja 9 Uhr abends. Da geht ja nicht mehr ganz so viel. Was konnte sie nicht finden? Ich habe es nicht gesehen. Irgendwas konnte sie nicht finden. Was war denn leer? Irgendwas hat sie gesagt, konnte sie nicht finden. Oder fand sie die Preise einfach zu teuer oder ist irgendwas ausgegangen? Hä? Vielleicht war irgendwas aus und der Restocker hat es aufgefüllt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Falsch. Das kommt ja dahin. So, dann haben wir das auch wieder. Wir brauchen, wie gesagt, noch eine Lampe dann. Jetzt haben wir hier richtig Platz. Überlegen, ob wir die Kassen vielleicht rumdrehen, dass beide so dastehen. Aber dann stehen die Kunden halt jedes Mal an der Wand. Das ist halt dann auch ein bisschen doof. Nee, wir lassen das einfach mal so. Wir haben halt jetzt hier hinten richtig Platz, deswegen weiß ich nicht, ob das so optimal ist, wie wir das gerade hier haben. Wenn ich die Kasse auch so drehe, wie gesagt, dann stehen die Kunden hier alle an der Wand. Und wenn die hier durch wollen zu der anderen Kasse, stehen sie noch mehr an der Wand. Hm. Nee, ich glaube, wir lassen das erstmal so. Das sieht halt jetzt so leer aus hier. Hm. Doch nochmal ein Regal hier hinstellen? Ich weiß noch nicht, wir überlegen uns da was. Na gut, ich würde den Tag jetzt gerade mal beenden. Wir hatten insgesamt 43 Kunden, 8 waren unzufrieden, weil sie Produkte nicht gefunden haben. Welches Produkt habe ich denn momentan nicht im Laden stehen? Irgendwas haben wir wieder verbummelt und ich weiß nicht was. Das heißt, ich muss da beim nächsten Tag mal drauf achten. Also wir hatten Shampoo, hat sich im Preis geändert. Oh, aber ordentlich. Ordentlich. Wir gehen mal auf 65. Das war auch Basmati-Reis, hatte ich gesehen. Ihr habt bestimmt schon 10 Mal in die Kommentare geschrieben, dass ich das eine Produkt vergessen habe. Das ist das Produkt. Jetzt bin ich sicher. Ich weiß, ich komme gerade nicht drauf. Muss gleich mal alle Produkte durchgehen und schauen, ob da... Jetzt wollte ich zum Computer gehen. Oder war Milch aus vielleicht hier oder da? Nee, auch nicht. Wir bestellen erstmal gerade Produkte. Ich würde auch jetzt gerade erstmal die Rechnung wieder bezahlen, dass die schon mal weg sind. So. Da haben wir schon mal die ersten Sachen bestellt. Hähnchen. Wo hatten wir Hähnchen eingelagert? Das hatten wir hier. Wasserflaschen waren dort. Klopapier war... Ja, gute Frage. Da müssen wir uns wirklich noch ein System überlegen. Dort? Jetzt habe ich nochmal Hähnchen. Ah, hat er schon rausgenommen, die Kiste. Gut.
Oh, er kommt mit der Kiste zurück. Mal gucken, was er macht. Okay, er hat jetzt einfach das Hähnchen da unten hingeschmissen, wo eigentlich ein anderes Produkt stand. Ja, das ist ja okay. Kann er ja machen. Kann er ja machen. Aber dann sehe ich halt auch nicht so gut, wie viele Produkte wir noch von welchem Produkt da haben. Ich finde gar nicht mehr die Sachen, wo ich überhaupt... Da ist Parmesan. Oh Gott. Es ist eine Sucherei. Ups. Hab ich gerade... Ich kann den Parmesan hier... Ah, nee. Moment, das passt. Ich bedenke immer, die Schilder, die gehören zu den Kisten. Aber dabei die Kisten, die Zeichen umdrehen. Ich habe gerade gedacht, ich konnte das hier zum Müsli einsortieren, aber nein, Entschuldigung. Das bringt mich immer noch ein bisschen durcheinander. So, Toilettenpapier hatten wir dort. Ich brauche jetzt viel länger als vorher, um die Sachen ins Lager zu räumen. Ja, Milch hatten wir dort. Nochmal Milch. Dann die Wasserflaschen. Ups, die hatten wir hier. Kartoffeln. Gut, da haben wir immer noch im Regal drin rumstehen. Bei den Computern könnte man eigentlich auch ganz schön hier drüben an die Wand stellen. Neben die Treppe, weil dann kommst du schneller auch dran. Wenn du hier mal so zack, bist du da dran. Wenn du aus dem Laden irgendwie ein Produkt suchst oder so. Okay, hat hier die Mehlkiste durch die Gegend geschliffen. So, ich wollte jetzt nochmal gucken, welches Produkt fehlt denn? Die hat sich über irgendwas beschwert. Entweder war was leer oder ich habe halt wirklich irgendein Produkt mal rausgeräumt und nicht wieder eingeräumt und das ist irgendwie untergegangen. Ah, da bin ich mir ziemlich sicher, das haben wir alles. Ich glaube, der Joghurt fehlt, oder? Haben wir den Joghurt vergessen? Ja. Ich habe bei der Umräumarbeit den Joghurt vergessen. Da haben wir das Produkt doch schon gefunden. Ach Gott, hier wird bestimmt die letzten Folgen schon reingeschrieben haben. Du Trottel, du hast das und das vergessen. Ja. Ist untergegangen. Oh Mann. Na gut, dann haben wir jetzt Joghurt wieder da. Das muss nämlich schon ein bisschen her sein, weil sonst hätten wir hier ein Etikett normalerweise. Das wird bei den Umräumarbeiten, habe ich den einfach komplett verdrängt. Gut, den stopfen wir jetzt einfach mal hier oben rein. Dann haben wir den auch wieder auf Lager. Oh. Und man kann den jetzt stapeln. Das war ja vorher auch nicht so. War ja auch so ein Produkt, wo ich gesagt habe, irgendwie ist es doch ein bisschen merkwürdig, dass wir das nicht stapeln können, weil wäre ja eigentlich mehr Platz da. Mal gucken, ob man auch Butter jetzt mehr stapeln kann. Aber das macht gleich einen anderen Eindruck, wenn wir hier 60 Mal Joghurt drin stehen haben, oder? Ah, die Butter sehe ich. Ja, die geht jetzt auch doppelt so hoch stapeln. Die ging vorher nur zweireihig, jetzt geht sie viereihig. Ja, sehr gut. Also das Update hat richtig gut was verändert. Richtig, richtig gut. So, während er hier weiter auffüllt, kann ich ja weiter mal Sachen nachbestellen, die hier offensichtlich ausgegangen sind. Wir brauchen noch Apfelsaft. Nehmen wir auch mal zwei Kisten mit. Ich glaube, wir brauchen wieder Honig. Ich glaube, wir brauchen Erdnussbutter. Was brauchen wir noch? Ja, Honig ist aus. Erdnussbutter hätten wir sogar noch ein bisschen da. Wir brauchen noch mal Salz als Nachschub. Nehmen wir direkt mal viermal mit. Dann haben wir hier wieder 10 Produkte, sehe ich gerade. Ich denke mal, die Begrenzung ist noch drin. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert. So, Honig haben wir auf jeden Fall hier. Salz hatten wir dort oben. Aber ich finde das System eigentlich mit den Etiketten am Regal richtig cool. Weil, ich meine, man hätte auch die Etiketten einfach an die Seite von den Kartons drauf machen können, wie man sie auch schon oben drauf hat. Aber natürlich wirkt es so nochmal ein bisschen cooler. Finde ich persönlich. Macht auf jeden Fall was her. So, er hat Nussbutter, die hatten wir hier. Da haben wir jetzt auch wieder 17 auf Lager. Dann haben wir hier nochmal. Wir können jetzt die Lager richtig schön vollstopfen eigentlich. Ups, falsche Tür. Damit wir da länger mal Produkte auf Lager haben. So, da haben wir 54 mal Salz. Das ist doch schon mal schön. Dann brauchen wir hellen Kaffee, dunklen Kaffee. Also helle Röstung, dunkle Röstung. Okay, na komm, ich übertreibe jetzt mal nicht so direkt. Komm, wir nehmen erstmal zwei Kästen davon, zwei Kästen davon. Dann bräuchten wir auch wieder Toastbrot.
Ich schreibe immer Toast, ich lerne es einfach nicht. Geschnittenes Brot, das haben wir auch hier vorne. So. Okay, Seife brauchen wir. Seife. Gut. Bleichmittel. Das ist die riesengroße Kiste, da nehmen wir nur eine von mit. Ich weiß jetzt nicht, wir haben wahrscheinlich hier nicht alle Produkte im Lager. Aktuell lagerplatzmäßig. Nehmen auch nochmal von dem anderen Zucker was mit. Da haben wir nämlich auch nicht mehr ganz so viel da. Müsli wäre auch nicht schlecht. Nehmen wir einmal hiervon, einmal da und einmal das. Gut, dann haben wir das auch. Dann brauchen wir hier noch Makaroni-Nudeln. So, ein Produkt können wir noch bestellen. Ich glaube, wir brauchen auch die normale Mehlsorte wieder. Die habe ich jetzt hier noch gar nicht eingelagert. Also wir brauchen unbedingt weitere Lagerregale. Damit ich hier dann ein bisschen Ordnung reinbringen kann, dann brauche ich auch weniger suchen. Wir können mal gucken, wie viel hier... Lampe war 40, genau, und... Bin ich gerade am gucken? Kleines Regal. Heißt das, dass wir irgendwann... noch größere Regale fürs Lager bekommen? Kostet 240 insgesamt, okay. Haben wir noch 86 Geld übrig. Aber gut, dann können wir hier nochmal ein weiteres Regal hinstopfen. Und das müssten wir eigentlich so hier hinstopfen. Dann können wir vielleicht auch nochmal eins hier hinstellen. Überlegen, wie wäre es denn, wenn wir das auch noch rumdrehen? Und da nochmal eins dazwischen. Dann kommst du hier runter und siehst schon genau die Produkte. Ja, kann man machen. Ich glaube, das Regal ist diese Riesenkiste. Ich hoffe, das passt da jetzt hin. Ja, perfekt. Gut, wir könnten das hier sogar noch ein bisschen weiter nach unten schieben. Aber ich weiß nicht, ob das doof aussieht. Ajo, geht schon irgendwie. Kann man schon irgendwie machen. Kann man schon irgendwie machen. Gut. Dann tun wir vielleicht mal das Mehl gerade umsortieren. Das kommt mal dorthin. Haben jetzt 14 Stück. Ich stelle die Kiste gerade mal dorthin. Da passen halt nur zwei rein. Ich will jetzt da nicht irgendwie mehrere Fächer anfangen oder hier einen kompletten Platz für die eine Mehlsorte einnehmen. Das ist, glaube ich, da ein bisschen übertrieben. Wir hatten ja auch die andere Mehlsorte bestellt. Oder hatten wir nicht? Hatten wir? Hatten wir nicht? Hatten wir ja? Nein, vielleicht? Ist das eine... Hat da nicht gerade das Etikett gefehlt? Also das Symbol? Oder habe ich das gerade einfach voll übersehen? Hat unser Stocker nichts mehr zu tun? Doch, jetzt hat er wieder was zu tun, okay. Oder er sieht hier einfach den Haufen und denkt sich so, what the fuck? Was geht hier ab? So, da haben wir jetzt auch mal eine Lampe dort. Gut, hier haben wir noch Toastbrot. Stopfen wir gerade mal da oben hin. Ja, ich will dann gleich mal gucken, dass wir hier ein bisschen Ordnung irgendwie reinkriegen. Wir hätten sogar von denen noch gehabt, aber halt hier an der Stelle. Und hier an der Stelle haben wir... Ja, wir haben da und da jetzt das gleiche Produkt gelagert. Das ist natürlich ein bisschen dämlich. Stell die Kiste mal hier hin, dann können wir den Susozucker gerade mal da reinschmeißen. Genau, Kaffee. Kaffee würde ich fast hier in dem Regal lassen. Ich will nur gerade hier ein bisschen die Plätze mal durchtauschen. Hellröstung. Hellröstung. Dunkle Röstung. Was haben wir hier? Ja, gut, das habe ich halt ein bisschen häufig gerade bestellt. So. Ich habe halt beim falschen Regal geschaut. Der neue Käse. Hatten wir den nicht auch irgendwo rumfliegen? Da oben. Hier haben wir nochmal Kaffee. Nochmal Käse.
Müsli. Gut, hier haben wir so ein bisschen Müsli-Regal. Können wir hier gerade das andere Müsli auch mal dazu schmeißen. Das ist jetzt eine andere Sorte Müsli. Die würde ich jetzt einfach mal hier dazu packen. Das Fach bleibt ja auch jetzt theoretisch leer. Dann haben wir das. Bleichmittel müssen wir auch mal gucken. Stelle ich zu den Getränken oder so? Passt so überhaupt nicht hin. Kann man schon Leute mit vergiften, aber gut. Warum nicht? So, die andere Sorte Käse. Da müssen wir gleich nochmal schauen, wo wir das hinpacken. Ach, hier hatte ich Bleichmittel eigentlich. Ja, okay. Ich stopfe den gerade mal da rein. Ich, wie gesagt, muss noch Ordnung hier reinkriegen in das System. Bleichmittel hatte ich eigentlich hier. Genau. Toastbrot hatte ich doch irgendwo schon hingestellt. Genau dort hat er sich schon die Kiste rausgenommen, hat schon aufgefüllt. Kiste ist schon leer anscheinend. Seife haben wir hier drüben. Zucker hatte ich ja auch schon irgendwo, glaube ich. Also diesen Zucker. Weil ich den Zucker hier, glaube ich, gerade mal zu dem Mehlregal schmeißen würde. Vielleicht finde ich den ja irgendwo nochmal, wo ich den reingeräumt habe. Könnte schwierig werden. Das Problem ist halt nur, falls ich irgendwann oder mehr Produkte habe als Regale, irgendwann fängt halt der Stocker an, das Zeug umzusortieren dann. Das wird dann halt ein bisschen blöd. Aber gut. Hatte ich den Zucker echt noch nirgendwo einsortiert? Ah, direkt nebenan. Ich wollte es gerade sagen, direkt nebenan haben wir ihn. Okay, das ist natürlich wieder peinlich. So, Kartoffeln, Kartoffeln. Da haben wir den braunen Zucker. Brauner Zucker passt hier auch gut hin. Da haben wir nochmal den Zucker. Und die Seife. Gut, Seife haben wir da und da. Wobei, die Seife räumen wir gerade mal dorthin. Was hatte ich da nochmal? Kartoffeln nochmal. Ja gut, Kartoffeln habe ich gerade genügend schon eigentlich hier im Regal drinne. So, ich würde mal das Toastbrot gerade hier hinräumen. Da habe ich auch nochmal Toastbrot. Gut. Ich würde sagen, er hat gerade nichts zu tun. Ich gucke jetzt nochmal den Laden durch, ob wir soweit alles da haben. Ist die Kiste leer? Nö, leider nicht. Kann ich aber auch gerade mal mit ins Lager nehmen. Stopfen wir irgendwo mal hin. Das kommt dann hier mit ins Regal rein. Da haben wir Kaffee, Tee soll hier mit rein. Ja, ansonsten, glaube ich, haben wir vom meisten eigentlich was da. Getränke sind alles aufgefüllt. Das ist soweit aufgefüllt. So gut wie möglich. Süßigkeiten fehlen noch so ein bisschen. Hier hat er alles aufgefüllt. Reiniger fehlt noch. Gut, Reiniger könnte man... Ich will alles zum Computer rennen. Der steht aber jetzt nicht mehr da oben. Markt. So, wir schauen jetzt gerade nochmal nach. Produkte. Reiniger. Der sieht nämlich recht mager aus. Nehmen wir direkt mal zwei Kisten mit. So, jetzt wollte ich aber nochmal gucken. Es haben sich ja bei mehreren Produkten die Preise verändert. Basmati-Reis, hatte ich den schon angepasst? Bin mir nicht mehr sicher. Ich habe wieder so viele Sachen gerade im Kopf, die ich gleichzeitig machen möchte. Das hatten wir gemacht. Es waren aber, glaube ich, vier Produkte. Salz können wir gerade nochmal gucken, ob wir das schon angepasst hatten. Hatten wir nicht? Gut. Ja, ich hatte von zwei Produkten die Preise angepasst. Und von zwei nicht. Also Salz haben wir. Und was hat sich noch verändert? Shampoo hatte ich, glaube ich, aber schon geguckt. Ja, Shampoo hatte ich schon geguckt. Das heißt, das ist irgendein anderes Produkt. Was noch fehlt? Ist nur die Frage wieder, welches. Ich glaube, vier Produkte waren es. Das hatten wir, das hatten wir. Shampoo hatten wir. Der Käse. Hatte ich den Käse schon kontrolliert? Ich glaube nicht. Käse. Wo haben wir ihn denn? Da. Den hatten wir noch nicht. Gut, dann haben wir aber auch alle Produkte angepasst. Gehen wir auf 3,25. Und ja. Sobald wir hier das eingeräumt haben, könnte der Mitarbeiter das auch verräumen. Ups. Der rennt auch dann gleich wieder los wahrscheinlich.
Schön, wie er immer hier draußen Pause macht. Dann kommt der Chef in die Ecke und sagt, nö, du musst noch was schaffen. Ja, gut. Ich würde den Laden, glaube ich. Oh, wobei, ich sehe gerade, wir sind bei 35 Minuten Folgenlänge. Ja gut, dann kommen wir mal zum Ende dieser Folge. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit unseren fleißigen Mitarbeitern. Und ich finde, das funktioniert richtig gut mit dem. Muss ich schon wirklich sagen. Klappt echt gut. Man sieht es ja, Laden ist voll. Ich habe mich in der Zeit um die Bestellung gekümmert und so weiter. Und der hat aufgeräumt und das läuft super. Hand in Hand, ja. Wirklich unglaublich gut. Na dann, ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst gerne ein Like da. Gerne auch den Kanal abonnieren. Gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Würde den Kanal weiterhelfen und dir natürlich auch Vorteile verschaffen. Und ja, gerne auch den Discord-Server beitreten. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Suche seid nach diesem Spiel oder einem anderen Spiel, dann schaut mal in die Videobeschreibung rein. Dort ist ganz oben ein Affiliate-Link zu Instant Gaming. Könnt ihr euch günstig und ganz legal Spiele kaufen. Und wenn ihr das über den Link macht, unterstützt ihr auch gleichzeitig den Kanal. Für euch kosten die Spiele trotzdem nicht mehr. Genau, ja, dann vielen Dank dafür die Unterstützung und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss. Tschüss.